In der Raumfahrt wird die Brennstoffzelle seit Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eingesetzt, weil sie ein sehr zuverlässiger Energielieferant ist. Es ist, wie Jules Verne gesagt hat, Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die NASA hat auf Brennstoffzellen gesetzt aus dem Grund, sie liefert das Produkt Energie und verbrennt auch noch den Wasserstoff, den man mitgeführt hat, zu Wasser, das der Astronaut trinken kann. Ich glaube, dass die Brennstoffzelle bei der Energieversorgung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Das ist ein Fortschritt, an den ich selber vor 10 Jahren noch nicht geglaubt hätte. Das Abfallprodukt ist Wasser. Also es kann kaum schöner gehen. Ja, ich bin jetzt 43 Jahre alt, habe schon viele Projekte gemacht. Bin eigentlich seit Berufsanfang in der Energiebranche tätig. Und das war mein Highlight-Projekt. So, man geht einen Schritt in eine neue Welt. Jeder wusste, hier entsteht was Neues, der Kunde und auch wir. Und es war so eine Art, eine Familie baut ein Haus, so ähnlich war das Gefühl. Also ich glaube, alle Projektbeteiligten hat das extrem stolz gemacht, weil man was auf die Beine gestellt hat, was es nirgendwo so im Hotelbereich gab. All diese Chemie, dieser Flair hat dazu geführt, dass das auch ein Job ist, der so für immer bei einem bleibt, ne? Mein Name ist Kevin Bär, bin Vertriebsleiter bei E.ON für Energielösungen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung. Wir haben gemeinsam mit Redison & Blue in Frankfurt eine Brennstoffzelle installiert. Und so decken wir hier autark vor Ort 80% Wärme und Stroms ab. Also in dieser Größenordnung war das Hotel interessant, weil wir Kraft-Wärme-Kopplung haben. Das heißt, in unserem Prozess steht immer Wärme und die bringt man im Idealfall auch unter. Und dafür ist das Hotel ideal. Das Redison Blue Hotel in Frankfurt ist eines der größten Häuser in Frankfurt überhaupt. Wir haben 434 Zimmer, fast 1000 Betten hier drin. Wir haben eine Sauna, ein Fitnesscenter, wir haben einen Swimmingpool, wir haben Restaurants. Und so ein großes Hotel hat natürlich auch einen gewissen Energiebedarf. Das ist uns bewusst. Wir haben da eine Verantwortung. Wir haben sehr ordentlichen Energieverbrauch hier bei uns, wobei wir uns glücklich schätzen können, wir haben die neuesten Geräte, die so funktionieren, dass sie Energie sparen, Wasser sparen. Und da denke ich sehr viel drüber nach. Also ich komme aus einer Jägerfamilie, die sehr viel mit Forst zu tun hat. Und wenn man sich mit Wald und Waldbau so ein bisschen beschäftigt, dann denkt man in langen Zeiträumen. Also diese Legislaturperiode oder dieses und nächstes Jahr, das ist sehr knapp, wenn man Bäumen beim Wachsen zuguckt. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass ich das nicht nur hier erzähle, sondern auch zu Hause meinen Kindern nahebringe. An regulären Essen machen wir hier inklusive Roomservice, Bar, Restaurant, Frühstück. Wenn wir ausgelastet sind, sicherlich 1500 Essen pro Tag. Also als ich das erste Mal gehört habe, wo hier die Energie herkommt, war ich eher froh und stolz, dass es sowas gibt, dass Unternehmen sowas machen, ja. Mir persönlich ist Nachhaltigkeit eigentlich sehr wichtig, damit unser zukünftiger Planet nicht kaputt geht. I would say it's very high on my list of important things, because I want to have a world to live in soon, later on in life. Ja, es sollte jedem wichtig sein, wie die Zukunft aussieht. Es gibt eben auch andere Generationen, die auch leben wollen unter guten Verhältnissen. Wir haben nur eine Erde und ich finde, die sollten wir schützen. Meine Mutter wird sofort so sagen, oh, guck mal, da ist doch ein Hotel, das wird nur mit grüner Energie und sowas. Und meine Mutter wird da sofort so, da gehen wir jetzt hin. Putting innovative technology like this one, of this scale and this impact, is quite a big deal.
First of all, hydrogen is the cleanest energy around. It was with a really solid partner, with E.ON, and it had a good business case. So from a financial and a business perspective, it made sense. So that was, for me, the trigger to say, we have to go for this. This is an opportunity that we don't get every day. The Radisson Blu Hotel, just like space stations, is powered by fuel cell technology. A fuel cell works basically like a very large, very powerful battery. Inside the cell, hydrogen atoms react with oxygen atoms to become water. Electrons are released in the process, flowing through an external electrical circuit, creating energy. The byproduct of the reaction is heat, reaching up to 600 degrees Celsius during the process. And that energy is also used to heat up the water for showers, rooms, kitchen, and the pool. The only emission of the cell is basically water, so it's safe, which is why it's great for space and for Frankfurt. Wir sparen durch die Brennstoffzelle hier im Radisson Blu in Frankfurt rund 600 Tonnen CO2 pro Jahr. Um dafür ein Gefühl zu entwickeln, was bedeutet das? Das entspricht ungefähr dem CO2-Ausstoß von 50.000 Mittelklassewagen auf 100 Kilometer. Das ist schon eine beträchtliche Menge. You know, we're awake. We know we have to do this. We still have some emissions because today hydrogen, when it's produced, it has to be produced based on natural gas. So if tomorrow hydrogen networks become available in every city, which is what the EU is planning, we could make this hotel fully carbon neutral. Ich denke, dass der erste Schritt immer bei einem selber liegt. Es kann niemand alleine dafür sorgen, dass das CO2 in unserer Atmosphäre nicht weiter ansteigt. Aber es wäre schon hilfreich, wenn jeder mutig einen kleinen Schritt macht, weil viele kleine Schritte von 7 Milliarden Menschen sind auch keine kleine Wegstrecke.